Folge 3, Submerged. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und der Mond geht auf, die Nacht bricht an. Und ich habe hier die ganze Zeit jetzt in der Pause, es ist immer noch dieselbe Aufnahmesession wie die ersten beiden Folgen, in der Pause die ganze Zeit hier gestanden und habe das einfach nur so genossen. Es ist, also, ich muss sagen, es hat mich schon lange nicht mehr so ein Spiel so gefesselt, jetzt hier von der Atmosphäre her und von, das ist der Wahnsinn. Sieht so toll aus. Ich schau mal mit dem Fernglas, ob ich hier irgendwas entdecken kann. Da ist hier irgendwas. Und oben war auch noch was. Da ist wieder ein Buch. Oben war auch noch was. Da oben. Sehr schön. Und hier haben wir auch noch was. Jawohl. Und wo noch? Ach, da. Ja, nochmal Nitro, so wie das aussieht für unser Boot, aber ich möchte natürlich alles sammeln, aber wie gesagt, Nitro werde ich, glaube ich, nicht mehr benutzen, weil, wie ich ja schon in der letzten Folge sagte, man muss das einfach alles genießen und, denn sonst verpasst man hier wirklich was. Also, ein großes Lob an die Entwickler, es ist sehr toll, sehr, sehr schön. Und ein neues Emergency Package, Wasser. Okay, ich glaube, die Pakete sind random, weil wir finden immer das Richtige. Ich vermute mal, dass es da auch storymäßig dann halt ist. Die leuchten im Dunkeln. Was ist mit unseren Händen? Was ist mit unseren Händen und mit unseren Füßen? Die sind so blau. Sarg. Trinken. Verwirrt. Schlafen. Essen. Da ist schon jemand gestorben. Ich habe ein ungutes Gefühl, was unseren Gesundheitszustand angeht. Und das sieht nicht sehr gut aus. Ich brauche für Taku etwas zu essen. So, die nächste Aufgabe ist etwas zu essen. Ich finde aber, dass wir jetzt in dieser Folge, würde ich sagen, machen wir erstmal eine Erkundungstour. Also ich glaube, diese ganzen Vorräte, die wir sammeln müssen für Taku, ist, glaube ich, auch storymäßig bedingt. Also sobald man eine Vorratssammlung gefunden hat, dann reist man direkt wieder zu ihm automatisch zurück und dann geht halt die Story weiter. Ich möchte aber jetzt gerne erstmal erkunden, aber wie gesagt, was ich so sehe mit unseren Händen und unseren Füßen, und sie hustet auch schon, ich glaube, das Wasser, wo wir da sind oder beziehungsweise wo wir rumlaufen, ist nicht gerade sehr gesundheitsfreundlich für uns. So, jetzt muss ich noch mal eben schnell auf die Karte gucken, dass wir mal da in die Richtung schwimmen oder fahren mit dem Boot, wo wir jetzt hinschauen. Wir machen mal eine Erkundungsfolge, ist ja auch mal nicht so schlecht. Entschuldigung. Entschuldigung, Entschuldigung, ich wollte nicht stören, ich wollte nur durch. So, jetzt wage ich mich gerade, ich schaue nochmal eben schnell auf die Karte, wo das war. Ich glaube, haben wir das schon gefunden, gab das? Ach ja, das war das erste Boot-Upgrade, ne? Aber hier, glaube ich, war, glaube ich, noch ein Buch zu finden in der Richtung. Schauen einfach mal. Ja, es müsste hier, auf dem Gebäude müsste das sein. Wenn wir da irgendwie raufkommen, ich schau mal eben. Ich glaube hier, ja, hier können wir andocken. So. Lioness Hotel, waren wir da nicht schon? Ich glaube, da waren wir doch ganz am Anfang, in der allerersten Folge, oder irre ich mich da? Waren wir nicht auf dem Hotel schon gewesen? Ja gut, ich glaube ja. Ich
Ich gucke mal, ob ich hier nochmal... Ich schau mal auf die Karte. Bin ich denn jetzt hier richtig? Also das Symbol mit dem Geheimnis müsste hier irgendwo sein. Wir schauen einfach mal. Vielleicht haben wir ja hier was übersehen beim letzten Mal. So, ich schau mal auf die Karte. Das müsste... Hier müsste das sein, irgendwie. Klettern wir hier mal rauf. Allihop. So. Kann es sein, dass hier vielleicht noch was ist? Hier unten? Kann man da runter? Ja, ich will es nicht riskieren. Also hier haben wir auf jeden Fall ein Buch gesammelt, aber da muss noch eins sein. Die Frage ist nur, wo? Ich schau mal eben. Kommen wir da irgendwie... Kommen wir da runter? Nein. Wir fallen auch nicht runter, das ist schon mal sehr gut. Aber wo soll hier noch ein Buch sein? Weil es müsste eigentlich hier in der Nähe sein. Also hier unten wird ja auch nichts sein, vermute ich mal. So, wir gehen mal weiter. Es ist auf jeden Fall auf dieser... Ja, nicht Höhe, aber... Da ist es. Ich sehe es. Ich hab's gefunden. Hier müssen wir runter. Sehr schön. Jawohl. Ja, wir haben's gefunden. Sehr geil, cool. Und es fängt an zu stürmen... Sonne, Licht und wir haben ein blödes Wetter erwischt. Wir fangen schon an zu husten. Wir sollten uns vielleicht doch ein bisschen beeilen. Das ist natürlich ein schlechter Erkundungstag für uns. So, wo komme ich jetzt wieder zurück? Ah, hier. Verdammt. Ich hätte gedacht, das Wetter bleibt so schön. Aber dem ist nicht so. Dann werden wir nochmal zurückgehen zu unserem Boot. Denn hier, das Gebäude haben wir ja dann soweit erkundet. Werden wir mal versuchen, noch ein anderes Gebäude zu erkunden. Wie gesagt, die Erkundungsfolge. So. Und es freut mich natürlich zu sehen, wenn euch dieses Spiel gefällt, dann schreibt es ruhig mal in die Kommentare, was ihr so davon haltet. Findet ihr es interessant? Soll ich es vielleicht auch mal im Stream spielen? So. Und das Wetter hat sich aber schon wieder aufgeklärt. Und es ist so eine beruhigende Stille. Mit dem Mond am Himmel. Muss ich jetzt nach oben? Nein, nach unten. Und es ist brandgefährlich und... Unser Gesundheitszustand macht mir echt Sorgen, bin ich ganz ehrlich. So, machen wir mal eine weitere Erkundung. Wir reisen mal. Wo reisen wir denn jetzt mal hin? Wir reisen einfach mal in die Richtung und gucken mal. Schauen dann einfach mal, ob wir vielleicht irgendwie was finden. Also wie gesagt, die storygebundenen Pakete möchte ich jetzt erstmal nicht sammeln, weil da habe ich so ein bisschen die Befürchtung, dass wir dann viel zu schnell durch das Spiel durch sind und dann halt was verpassen. Und ich habe ja gesagt, ich möchte das Spiel so gut es geht, erkunden, alles Mögliche. Kommen wir hier irgendwie... Huch, hallo Framerate, ich grüße dich. Kommen wir hier irgendwie rauf? Anscheinend nicht, ne? So, wenden wir das Boot mal... Ist hier vielleicht irgendetwas drin? Wir schauen mal. Oh. Oh. Hier sind überall Kisten.
Da hinten leuchtet was. Da werde ich mal hin. Hier ist auch ein großes Gebäude. Sieht förmlich danach aus. Steht da oben jemand? Nein. Oh, buh. Ich dachte schon, da steht jemand. Alter Schwede. Ich habe schon wieder Hallos und schon. Ich sehe schon wieder Dinge. Sollte aufhören, Videospiele zu spielen. Und da, ich glaub's ja nicht, da ist ein Riesenrad. Ein Riesenrad. Okay. So, wie kommen wir denn hier rauf? Hier, sehr schön. So. Und dort oben finden wir wahrscheinlich wieder ein Buch, eine neue Geschichte. Smog über der Stadt vielleicht. Was wir ja alle kennen. Die Umwelt wird verschmutzt. Durch uns selber natürlich auch teilweise. Oh. So, jetzt wollte ich mal gucken, wo wollte ich denn jetzt nochmal hin? Hier wollte ich hin, ne? Obwohl, das Riesenrad interessiert mich auch. Ich bin... Ach Mann, ich will überall hin. Das ist so cool. Ich gehe erstmal hier hin. Erstmal hier. Und dann würde ich sagen, machen wir dann das große Gebäude. Und das ist so toll, dass man hier so mit dem Boot so frei rumfahren kann. Boah, bitte, liebe Entwickler, bitte mehr von solchen Spielen. Bitte, ich liebe sowas. Einfach, simpel und trotzdem toll. Wow. Das Chorbrat. Okay. Das Riesenrad. Da hinten ist eine Brücke, die wird wahrscheinlich auch zu einer Geschichte zugehören. Okay, da sind Monumente. Ah, Monumente. Der Kran gehörte also auch dazu. Das heißt, da wird wahrscheinlich noch die Brücke sein, die wir im Hintergrund gesehen haben. Die müssen wir auch finden. Und Tiere müssen wir finden, die Kreaturen. Ich vermute mal, dass eine Kreatur wahrscheinlich diese Person ist, die wir gesehen haben. So, hier haben wir auch schon ein paar Sachen gefunden. Und ich hoffe natürlich... hier haben wir schon viele Sachen gefunden. Die Sachen kriegen wir aber nur, wenn wir die Story, also unsere Geschichte... Deswegen, da bin ich sehr gespannt... Es sieht so ein bisschen danach aus. Oh mein Gott, wenn ich das richtig deute. Also, sie haben auf Stelzen im Haus gewohnt, also die Familie. Sie waren glücklich zusammen. Wenn ich das richtig deute, so 3 und 4. Dann ist der Vater wohl fischen gegangen immer wieder und hat Essen mitgebracht für die Familie. Dann ist die Mutter fischen gegangen und die Mutter ist bei einem Sturm umgekommen. Und dann hat der Vater Medizin geschluckt, weil er damit nicht klar kam. Und ja, die Kinder hatten noch was zu essen. Die Frage ist, wie geht die Geschichte dann weiter? Das werden wir sehen. Und ich hoffe natürlich, dass wir da noch mehr herausfinden werden. Aber so, denke ich mal, deute ich die Geschichte, dass die beiden wahrscheinlich ihre Eltern verloren haben. Und dass sie auf sich allein gestellt sind. Alter Finne. So, dann werden wir mal dieses Gebäude erkunden. Und mal schauen. Hui. Hui. Ist das schön. Ach ja. So, kommen wir denn hier irgendwie rauf? Wir müssen irgendwo eine Anlegestelle finden. Ich hoffe mal, dass wir eine finden werden. Weil momentan sieht es nicht danach aus. Ich glaube, wir kommen da gar nicht rauf. Okay. Und da hinten ist eine Statue. Eine Brücke. Und alles ist runtergekommen. Verlassen. Hotel Wildis. Wildis, Hotel Wildis, da waren wir glaube ich auch noch nicht. Ich glaube, das könnten wir mal als nächsten Erkundungsort nehmen. Hui, das ist schön. Ah, ich könnte dir die
ganze Zeit rumfahren mit dem Bütchen. Wow. Oh, ein Delfin. Wow, ist das cool. Oh, geil. Ohne Spaß, ich könnte hier einfach nur rumstehen und gucken die ganze Zeit. Das ist der Hammer. So, dann gehen wir mal aufs Hotel. Vielleicht gibt es etwas, was ich kann es verbrauchen. Ja, meinte wahrscheinlich, vielleicht gibt es hier etwas, was ich gebrauchen kann. Wie gesagt, die deutsche Synchro. Wildes Hotel. So, los geht's. Ein rostiges Rohr, dort klettern wir rauf. Er hat Rohr gesagt. Oh. So, wir konnten aber noch einen anderen Weg einschlagen, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich hoffe mal nicht, dass wir was verpassen. Wow. Ich frage mich immer noch, wo wir sind. Ob wir die Stadt kennen vielleicht? Da ist wieder irgendetwas. Wieder ein Buch einer Geschichte. So, dann werden wir mal das Gebäude erkunden und mal schauen, was uns hier erwartet. Natürlich gehe ich nicht den direkten Weg, sondern schaue mich erstmal um. Nicht, dass wir was verpassen. So. Und dann geht's ab nach oben. Werden wir wieder ein bisschen klettern dürfen. Geht weg, ihr Tauben. Drei weiße Tauben auf unserem Dach. Hallihopp. So. Alter Schwede. Ich glaube, ich könnte das nicht. Ich hätte zu viel Höhenangst. So, es gibt so, wie es aussieht. Nee, ist ein Weg nur. Den wir jetzt einschlagen werden. Es sah erst nach zwei Wegen aus, aber das ist nur einer. So. Allihopp. Sehr schön. Da wären wir wieder auf einer weiteren Etage, die wir jetzt erstmal wieder erkunden. Da geht's runter wieder. Unsere... Nee, ist immer noch. Alter, habe ich mich jetzt erschrocken. Nee, da will ich noch nicht hin. Ich möchte erst mal die Etage erkunden. Unser Bruder kann warten mit Vorratspakete. Ja. Der überlebt das auch so. Weil ich denke mal, ihr möchtet das wahrscheinlich auch erstmal alles sehen. Also, ne? Du, der da gerade zusieht. Dass du das gerne auch erstmal gucken möchtest, wie das hier alles aussieht und was wir alles hier entdecken können. Weil storymäßig können wir ja immer noch weiter voranschreiten. Das läuft ja nicht weg. Auch wenn es unserem Bruder nicht so gut geht. So, da konnten wir, glaube ich, gerade an so einem Rohr raufklettern. Hat schon wieder Rohr gesagt. Und die haben wir natürlich, wie ich es vermutet hatte, ein Buch. Mhm. Die Flut kam und überschwemmte wahrscheinlich die komplette Stadt. Und hier konnten wir, glaube ich, ranklettern. War das? Ah, dann kommen wir da drüben hin, okay. Dann werde ich doch, bevor ich jetzt natürlich weiter nach oben gehe, kann ich irgendwie rennen. Aber ich glaube, das ist auch nicht vonnöten, dass ich hier rennen kann. Denn... Ah, ist das ein herrlicher Tag. Es ist wieder so ein schönes Wetter. Das muss man einfach genießen. Also, Leute, wenn ihr dieses Spiel habt, kauft es euch oder beziehungsweise kauft es euch und genießt das einfach mal. Setzt die Kopfhörer auf und spielt das einfach mal in Ruhe. Oder schaut hier bei diesem tollen Let's Play einfach mal zu. Hey. Ich bezeichne mein Let's Play jetzt auch schon als toll, Entschuldigung. Ich meinte natürlich, schaut einfach mal bei dem Let's Play zu und genießt das einfach mal mit mir zusammen. Mit diesem kleinen Mädchen hier,
die untergegangene Stadt zu erkunden. So. Und natürlich noch ein Bild. Die Flut ist noch höher gewesen. Jetzt frage ich mich gerade, wo kommen wir denn da hin? Waren wir da schon? Ich glaube nicht, ne, oder? Ich werde mal da runterrutschen. Hui! Das tut doch weh. Nach einer Zeit, oder? Aber so hätte ich mir... Ich weiß ja nicht, einige von euch werden ja wahrscheinlich bei mir im Stream mal Wanda gesehen haben. Aber so hätte ich mir gerne Wanda vorgestellt. Das Erkundungsspiel. So hätte Wanda werden müssen. Oder sollen. Da habe ich sowieso schon lange nicht mehr reingeguckt, ob da mal wieder irgendwie was kam, Patch oder so. So. Ich schaue nochmal eben mit dem Fernglas, ob wir was finden. Aber ich glaube, hier ist der Wassertank. Und es ist so ein schlechtes Wetter, dass wir kaum was sehen. Ich glaube, hier waren wir noch nicht. Und wir husten schon wieder. Und das macht mir ganz viele Sorgen. Aber das Wetter klärt wieder auf. Oder, ja. Es wird wieder sehr schön. Das freut mich. Und ich glaube, da haben wir noch ein Buch, was wir lesen sollten. Oder beziehungsweise, was wir aufsammeln sollten. Jawohl. Und dann sank das Wasser wieder und die Blumen oder die Natur holte sich alles zurück. Ja, mein Gott, das ist ja jedes Mal ein tolles Erlebnis, muss ich sagen. Und ich weiß gar nicht, was ich... Ja, ich weiß, dir geht's wahrscheinlich nicht so gut. Und es ist immer wieder ein tolles Erlebnis hier zu spielen und ihr schaltet wahrscheinlich dann auch wieder in der nächsten Folge ein, hoffe ich natürlich. Und genießt mit mir dieses Abenteuer des kleinen Mädchens und ihrem kleinen Bruder. Und ja, würde sagen, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao.